ist eine Ratte. Die interessiert mich aber eigentlich gar nicht so sehr. Was war das? Keine Zeit für eine Raucherpause. Irgendwer ist hier. Meinst du? Vielleicht sollte ich erst die Wache da oben erledigen. Bevor ich mich um den kümmere. Die sehe ich noch nicht. Naja, von daher. Können wir den ja einfach mal ausschalten. So kalt wie die Hand eines Walfängers. Bestimmt 50 Jahre alt. Der hat für die Kaiserin gekämpft. Aha, Ratten also. Okay. Da ist mit Sicherheit jemand. Aufgepasst. Okay, patrouillieren die jetzt hier oder was? Ja, irgendwer ist da noch. Verrückt, wieso patrouillieren wir jetzt hier? Wir haben Besuch. Hä? Da ist noch jemand auf der Pirsch. Okay. Woher auch immer die das wissen. Na gut, von dem können sie es eigentlich nicht wissen. Was? Da steht wohl jemand auf Schmerzen. Wo sind sie denn jetzt? Laufen immer noch irgendwie um die Leiche drumherum, Leichen, wie auch immer. Ja, irgendwer ist da noch. Jetzt scheinen sie aber zu gehen. Ja, da ist sicher jemand. Aufgepasst. Nee. Also nicht. Ist das? Das war's. Hilf mir mal jemand! So. Drei Betäubungsbolzen habe ich noch. Aber auch nur drei. Als nächstes werden dann wohl wieder Pfeile dran. Als ob das jetzt was gebracht hätte. Ah. Okay. Dann nehme ich doch vorher mal ein Elixier. Dann geht das auch wieder. So. Stadtwache, okay. Wo auch immer der herkam. Muss wohl irgendwo hergekommen sein. Meter, okay, das kriege ich hin. Brandbolzen. Dann bleibe ich lieber bei denen hier. Fürs Erste. Zumindest die zweite Lichtwand. Nur damit, dass ich hier durch die Gegend geschlichen bin, habe ich die zweite überwunden. Wo war denn jetzt hier? Das Artefakt, das hört sich doch so an, als wäre das hier drin. Corporal Medros. Achso, wir haben diese seltsame Urne bei einer Frau gefunden, die auf der Straße Gebäck verkauft hat. Wir wissen nicht, wie sie gestorben ist, aber weil uns die Sachen komisch vorkamen, haben wir sie für die Aufseher bereitgelegt. Wenn ihre Schicht vorbei ist, bringen sie zu den Aufsehern und die können sie dann zerstören oder damit machen, was sie wollen. Vergessen sie es nicht. Okay. Noch was zu essen. So, da haben wir noch was dazu bekommen. Zeit verlangsamen. Sprunghöhe erhöht sich und der Fallschaden wird reduziert. Auch interessant. Die nicht sehen werden beim Sterben zur Asche.
Ach, dann nehme ich, mach ich doch lieber die Sicht ein bisschen besser. Knochenartefakte, was haben wir denn hier? Gesunder Appetit. Hm. Dann würde ich schon mal sagen, nehmen wir die. Nehmen wir da eher den gesunden Appetit. Holla die Waldfee. Was für dämliche Ratten. Hm. Na gut. Dieser Lichtbogen ist immer noch an. Hm. Da durchgehen will ich wohl auch wieder nicht. Es ist doch. Ich kann dich sehen. Verdammt, das war zu knapp. Das war viel zu knapp. Er hat da ist. Hm. Guckt immer noch hier in die Richtung, das ist blöd. Kann ich ihn nicht erledigen. Oder betäuben. Was ich ja sonst eher mache. Von daher geht es jetzt einfach wieder zurück. Und ich schalte dieses Tor aus. Einfach weil ich es kann. Dann ist noch die Frage. Ist hier oben noch die Wache? Ah, da ist ein Gegenstand. Sehr interessant. So, Moment. Elixier getrunken wollte ich zwar eigentlich gar nicht, aber falsch war es jetzt auch nicht. Okay. Hm. Was auch immer ich damit machen kann. Vielleicht. Moment, wenn ich den. Hm. Ins Tor werfe. Hm. Okay. Was ist das denn hier? Ein. Ach, auf der anderen Seite kann man es wahrscheinlich ausschalten. Ich höre dich, Mistkerl. Dann hör du mich mal. Solange du mich nicht siehst, ist doch alles in Ordnung. Schön, 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 schön. Dann können wir, uns schnell mal hier um die drei Ecken machen. Oh. Dass das keinen Fallschaden gab. Dann können wir den dann das Tor wahrscheinlich echt auf der anderen Seite ausschalten. Das wäre natürlich eine coole Sache. Dafür müssen wir aber gucken. So. Aha, da sind also auch noch irgendwelche Verbindungen zu sehen. Sehr interessant. Da hinten der Kerl. Da ist er. Sehen, wo der jetzt hin will. Wahrscheinlich geht er. Hey, das hab ich gehört. Verdammt. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Es ist schön, dass du das weißt. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Ich weiß, dass du weißt, dass ich hier bin. Ich werde dich finden. Es wird zwar niemanden interessieren, weil hier niemand mehr ist, aber naja. So, dann war hier das Teil zum Ausschalten. Wieso sollte ich das manipulieren? Ich bin doch schon durch. Hm. So, dann wollte ich nochmal nach Dingen gucken und unter anderem auf diesem Wagen.
sind Dinge drauf. Es ist nur die Frage, wie ich darauf komme. Oh, Moment. So einfach geht's. Nein. Ansonsten wollte ich doch noch mal gucken, was dieses Gerät hier ist. Ah, Moment. So. Hier hätten wir noch einen Kabelwerkzeug. Wir haben ja eh welche gefunden, von daher. Ah, Alarm. Okay. Sehr interessant. Alarm ausgeschaltet. Schön. Und das andere Kabelwerkzeug hierfür haben wir ja auch gefunden. Von daher mache ich das jetzt einfach mal. Okay, es gibt nur jedes Mal ein Signal, wenn ich da durchlaufe, aber das ist ja jetzt nicht... Das ist besser, als gegrillt zu werden, auf jeden Fall. Jetzt ansonsten scheint hier nichts mehr zu sein. Was passiert, wenn ich die werfe? Wahrscheinlich gar nichts. Oh, sie explodieren doch. Wow. Ups, das war natürlich jetzt gerade nicht geplant. Ja, genau. So. Holger Square. Ja, ich muss ja irgendwie weiter, oder? Büro des Oberaufsehers. Rüste das Herz aus, um Fundorte von Runen und Knochenartefakten in der Nähe zu offenbaren. Schön. Hat jetzt wohl einige Hinweise aktualisiert. Campbell will Hauptmann Korn vergiften, ein Aufseher niedrigeren Ranges. Kabelwerkzeug verändern, Lichtwand, ein Objekt aktiviert. Verbrauch, der nur ein begrenztes Fassung. Das ist natürlich auch ein geiler Tipp. Du kannst haufenweise Sachen da reinwerfen, Flaschen und sowas. Und irgendwann ist das Walöl einfach verbraucht und dann kriegt das Ding keinen Saft mehr. Das ist natürlich auch sehr amüsant. Und Plünderware. Oh. Plünderware habe ich genug. Das waren eigentlich 300, die der haben wollte, oder? Da gehe ich nochmal in den Bezirk, um mit dem Kerl zu reden. Was ist denn da? Nee, so. Okay, dann ab durchs Tor. Hauptsache erstmal alles kaputt gemacht. Das müsste immer noch manipuliert sein. Ja. So, wir dran und... Nope. Werfen. Wow, shit. Du mich auch hier. So, ne? Damit hätte ich die drei da vorne wirklich ausschalten können. Naja, gut. Hab's eben nicht getan. Wow, schon wieder die falsche Taste. Okay. Tastenkoordination ist jetzt nicht so meins. Der alte Kerl war da hinten. Interessant ist dann allerdings nochmal mit dieser Sicht hier durchzulaufen. Weil ich dann nochmal Dinge sehe, die ich vielleicht übersehen habe. Aber anscheinend habe ich ganz gute Arbeit geleistet. Ja, was sie gesammelt haben. Bessere Vergrößerungslinse. Betäubungspfeiler, die werde ich wahrscheinlich wieder finden.